Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode zur FIFA 19 Karriere mit Werder Bremen. Und bevor der Aufschrei so riesengroß ist, bevor Leute jetzt kommen und sagen, Marcel, ich war kurz davor, dich zu deabonnieren, weil ich dachte, es kommt gar kein FIFA mehr auf dem YouTube-Kanal und. Bevor diese Leute auf einmal ganz laut werden, möchte ich euch eben ganz kurz erklären, warum jetzt in letzter Zeit wirklich kein FIFA mehr kam. Also die Erklärung dazu ist eigentlich relativ simpel und ich möchte sie eigentlich auch so kurz wie möglich halten. Ich möchte euch gegenüber eigentlich immer sehr offen und ehrlich sein und ich möchte euch wirklich offen kommunizieren, warum etwas zum Beispiel mal nicht funktioniert, warum ich mal keine Videos rausbringe und. Das sage ich euch alles sehr gerne, weil ich möchte euch gegenüber natürlich ehrlich und offen sein. Ganz klar, ich wiederhole mich, obwohl ich das kurz halten wollte. Was ich damit sagen möchte ist, am Anfang dieses Monats war ja mein Urlaub und da habe ich es nur geschafft, eine FIFA-Folge, ich glaube eine war das, eine FIFA-Folge im Voraus aufzunehmen, habe ich halt eben nur geschafft. Ich wollte eigentlich mehrere aufnehmen, aber ich habe, wie gesagt, es nur geschafft, eine aufzunehmen. War mein eigener Fehler, ich hätte das einfach selber einplanen sollen oder besser einplanen sollen, dann hätte ich die auch mehr gesehen. Das war mein eigener Fehler. Nach dem Urlaub wollte ich natürlich wieder neue Videos aufnehmen, gar keine Frage, weil irgendwie habe ich auch diesen Drang, wieder Videos aufzunehmen nach dem Urlaub. Der Urlaub ist jetzt schon ein bisschen was her, aber nach dem Urlaub direkt hatte ich ja wieder Bock gehabt, neue Videos aufzunehmen. Doch nur für alle anderen Projekte, aber nicht unbedingt für FIFA. Wie gesagt, hier möchte ich euch ganz offen und ehrlich natürlich sein. Ich kam aus dem Urlaub wieder, habe überlegt, ja, was möchtest du aufnehmen? FIFA müsste ja jetzt auch mal wieder kommen, ganz klar für die Leute, die FIFA sehen wollen. Und ich hatte einfach nicht so viel Lust gehabt, FIFA aufzunehmen. Sage ich euch ganz ehrlich. Irgendwie, also, das Spiel FIFA ist sowieso nicht mehr so groß dasselbe, wie es damals für mich mal war. Das hatte nicht mehr so diesen Hype-Charakter, den es damals hatte, wo ich mich mega drauf gefreut habe, FIFA zu spielen. Die Karriere hat mir aber wieder einen Grund gegeben, die FIFA einfach mal wieder anzufassen und zu spielen, weil darauf hatte ich mega Bock gehabt. Aber für die Zeit, wo ich nach dem Urlaub gekommen bin, hatte ich einfach nicht so viel Lust darauf gehabt, FIFA aufzunehmen für euch. Und es wäre ja auch bescheuert von mir, ganz klar bescheuert von mir gewesen, hätte ich mich trotzdem dazu gezwungen, FIFA aufzunehmen. Und dann habt ihr keinen Spaß und ich habe dann sozusagen auch einen Teil meines Tages halt eben einfach vergeudet, mehr oder weniger, weil ich etwas gespielt habe, worauf ich keine Lust habe. Deswegen habe ich es einfach sein gelassen, aber dafür bin ich ja jetzt wieder hier für euch. Dafür sitze ich ja jetzt wieder vor meiner Playstation und spiele für euch FIFA und nehme das Ganze für euch auf. Denn ich habe wieder Lust auf FIFA. Man möge es kaum glauben, aber ich habe tatsächlich wieder Lust auf FIFA bekommen. Und habe auch wieder Lust bekommen, für euch das Ganze aufzunehmen. Und ja, wie gesagt, ich wollte euch das jetzt offen kommunizieren, damit ihr Bescheid wisst, was halt eben los war. Und damit würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch schon direkt, was mich auch schon die ganze Zeit anlächelt da unten. Spielentwicklung. Training lächelt mich schon die ganze Zeit an und oh, warte mal, einen können wir da nicht reinsetzen. Ich weiß auch gar nicht, wer da drin war. Vielleicht haben wir einen, der verletzt ist oder so. Sanchez ist da nicht drin. Dietrich! Natürlich! Dietrich, ich erinnere mich jetzt wieder. Wir hatten in der Fußballschule doch diesen Michael Dietrich, der doch ein Mega-Talent ist und so weiter. Ja, na Logo, pass mal auf, den packe ich sogar zweimal rein. Also, du bist ein ZOM, deswegen möchte ich Dribbling bei dir natürlich hochpushen. Der war doch irgendwo, genau, hier, Sprintgeschwindigkeit, Dribbling, Ausdauer und so weiter. Aber es ist, nee, halt, stopp. Nein, so blöd bin auch ich nicht. Das ist eine leichte Aufgabe. Und eine leichte Aufgabe, die bringt dir fast gar nicht an. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, das, nee, es ist aber keine Ausdauer. Und du hast eine Ausdauer von 48? Alter, da kann ja... egal, nein, das bringe ich jetzt nicht ins Spiel. Dribbling, ja komm, Sprintgeschwindigkeit und so weiter, ja warum nicht. Und wen packen wir hier noch raus? Wobei, das sind alles so tolle Spiele, die ich drin lassen möchte. Ja, Dietrich, du wirst erstmal nur mit einer Sache halt eben, wirst du erstmal ein bisschen trainiert. Dann würde ich sagen, ja, ein buntes Feld hier an Spielern. Mal gucken, wie es da rauskommt. A, A, B, B, Alter, was ist denn hier los? Und dann natürlich nur Dietrich, der Neue mit dem D. Ja, passend zu seinem Anfangsbuchstaben seines Namens geht's auf die D. Wir sind ja immer noch auf Platz 1, stimmt. Hulk ja immer noch Platz 1 mit an der Torlisten, die Torlistenkrone sozusagen, oder ist ja diese Kanone, ne? Die ist ihm sozusagen eigentlich jetzt schon gebührt. Oh, wir haben einen Monatsbericht der Jugendmannschaft. Was haben wir denn hier Schönes? Dietrich, den könnten wir rein theoretisch schon in unser Team mal eben holen. Ich glaube, schlimm ist das nicht, oder, wenn man den reinnimmt? Efe, kurzer Pass, Beweglichkeit, frisch. Ja, ich sag mal... Es ist doch eigentlich egal, ob ich den ins Profiteam übernehme oder halt eben nicht, oder? Vertrag akzeptiert, davon gehe ich mal wohl aus, weil ich kann ihn ja immer noch trainieren, wenn er halt eben Tier ist. Wir schauen uns mal eben ganz kurz an, ich glaube 17 Jahre jung oder so war der, oder 16 noch, ich weiß jetzt gerade gar nicht, 16 noch, ja. 4 Sterne schwacher Fuß, 3 Sterne Spezialwirkung, ja ich meine 4 Sterne schwacher Fuß, er ist links, Angriffsrate, Angriff, hoch, geil, defensive Mittel geht auch noch in Ordnung. Ey, das ist ein cooler Spieler, Leute. Ich freue mich, den hoch zu pushen und dann zu trainieren, beziehungsweise den dann zu spielen und so weiter, da habe ich Bock drauf. Spezialbewegung brauche ich ja gar nicht mal so unbedingt bei meinem Playstyle und so weiter, von daher, Alter, Win ist das hier. Wie geil ist das denn bitte? Und der wird irgendwann, Leute, der wird irgendwann ganz oben stehen bei den Leuten. Dreierpack für Draxler bei PSG, Lecco Mio Draxler, ist aus Deutschland geflohen, bei Frankreich untergekommen und haut da jetzt sonst was raus. Bundesligaspieler des Monats September, die Kandidaten Hulk holt sich den Spieler des Monats Award im September. Und wenn es jemand verdient hat in der Bundesliga,
in der momentanen Saison der Bundesliga mit Werder Bremen, die ich hier gerade spiele, dann ist es Hulk. Denn der hat unfassbare Topleistung gezeigt in den letzten Spielen. Und ich denke mal, Leute, ich möchte, wir alle klatschen jetzt einfach einmal für Hulk hier einmal bitte. Das hat er sich groß verdient, würde ich sagen. Und jetzt aufhören. Jetzt aufhören zu klatschen. Hulk braucht auch nicht zu viel Ehrung, weil sonst ruht er sich aus seinem Ruhm. Wir müssen ja noch weiterhin mit Top-Qualität in unserem Team haben. Und die Kandidaten, nur was ist das denn? Nach begeisternden Auftritten im September wurden die Kandidaten für den Bundesligaspieler des Monats bekannt gegeben. Hulk von Werder Bremen, Alea von Werder Bremen, Klaassen von Werder Bremen und Sanchez von Werder Bremen. Einfach alle Kandidaten des Bundesligaspieler des Monats waren einfach alle aus Werder Bremen. Ja, ich denke mal, das zeugt auf jeden Fall von unserer Qualität, von unserer Stärke. Als nächstes geht's gegen Wolfsburg. Oha! Nordderby, meine Damen und Herren, die sind momentan auf Platz 3, wird ein harter Kampf. Die haben auch einen super Start in die Bundesliga anscheinend gehabt. Genauso wie wir, darf man natürlich nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, freue mich schon auf diesen Kampf, Alter, gegen die. Freue mich schon auf das Match. Ich habe jetzt ein bisschen rumgewuselt, ein bisschen rumgetüftelt und ich kam einfach nur zu der Entscheidung, Gebre Selassie mal spielen zu lassen, anstelle von, ja, Armian von Anfang an. Einfach nur, weil ich gesehen habe, der hat einen Form hoch, bis zum geht nicht mehr. Und ja, Gebre Selassie ist auch ein reliable Spieler, den kann man wohl mal einsetzen. Wir gönnen einfach mal den jungen Armian da eine kleine Pause und lassen mal den Routinier nach vorne. Ja, Gebre Selassie jetzt von Anfang an mit dabei, sonst hat sich nichts verändert und damit würde ich sagen, auf geht's ins Weserstadion gegen Wolfsburg. Lego! Hier sind wir im Weserstadion im Regen, pitschnasser Boden hier, aber ich glaube, das wird uns nicht groß stören. Ich habe wieder auf Profi, weil das letzte Mal, als FIFA gespielt habe, ist halt wirklich lange her und es wäre nicht mal übertrieben, wenn ich sage, es ist ein Monat her, weil es ist halt wirklich ein Monat her. Sogar ein bisschen über einen Monat. Deswegen weiß ich nicht, wie gut ich mich hier schlagen werde. Deswegen dachte ich mir so, komm, ich lasse es aber mal einfach mal auf Profi. Und damit, ja, wie gesagt, jetzt wollen wir auch mal richtig beginnen. Sanchez sieht unten Hulk laufen. Da ist unser Superstar. Sieht auch Sanchez wieder laufen. Sanchez schießt direkt. Aber warum mit links Sanchez? Also wenn du heute vor dem Spiel nicht irgendwie Alkohol zu dir genommen hast, bin ich sehr enttäuscht von dir. Aber wir gewinnen hier den Zweikampf, beziehungsweise den Kopfball. Oh, Rashica's Hackentrick! Rashica läuft auch weiter, flankt rein, da sieht er Hulk wieder laufen, Hulk! Kommt aber nicht ganz ran, weil der Verteidiger von Wolfsburg da so ein bisschen schneller war und auch besser die Situation geregelt hat. Aber schon mal eine sehr schöne Chance, 7 Minuten nur gespielt und schon macht Werder Bremen so groß Druck, zeigt den Zuschauern schon, Leute, wir sind verdient ganz oben. Konoplyanka jetzt auf den Außen, spielt auf Daniel Ginczek, Sanchez kommt da super dazwischen und kann sozusagen ins Ausklären. So ein bisschen den Angriff, so ein bisschen Tempo aus dem Angriff vom Gegner genommen. William jetzt mit dem Einwurf, der fällt ein bisschen an. Gerhard am Ball, spielt wieder hoch zu William. Die spielen jetzt ein bisschen auf die Flanken. Da sieht auch Ginczek wieder laufen. Aber das Gute ist, Ginczek ist schon alter Senior. Der ist halt nicht mehr so schnell. Ja, wir sehen schon, harter Trubel hier. Es geht hin und her gerade im Spiel. Sehr schön für die neutralen Zuschauer. Für mein Herz hilft das aber nicht wirklich. Sanchez hat viel Freiraum. Sieht auch Hulk unten, der viel Freiraum hat. Hulk, oh mein Gott! Der Trick! Wir ihn ausgetrickst, aber Roussillon ist halt ein bisschen schneller. Aber unten läuft auch wieder Klaassen, sieht auch wieder Hulk. Hulk möchte auch reinflanken, da steht Rashica oder auch vielleicht Alea mit dem Kopfball. Aber Castells kann den einfach abfangen, weil Alea da keinen Druck hinterbekommen hat. Alter, was ist das für ein Match? Shahin gewinnt auch hier den Zweikampf. Alea spielt auf Klaassen, Klaassen sieht unten Hulk langlaufen, sieht wieder Klaassen weiterlaufen, aber... Oh, dann kommt er ran! Nee, kommt er nicht. Brooks, John Anthony Brooks, unser Amerikaner. Kam da auf jeden Fall noch gut dazwischen, auch wenn der nicht allzu schnell ist im Gegensatz zu Klaassen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell er ist. Ich interpretiere da jetzt irgendwas rein in dem, was jetzt gerade passiert ist. Egal. Jetzt kommen die Wolfsburger wieder mit einem guten Aufbauspiel. Konoplyanka jetzt wieder auf den Außen, er sieht auch wieder Mali da langlaufen. Yunus Mali ist das von Mainz oder was? Ich wusste gar nicht, dass er bei Wolfsburg ist. Oh Mann, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ihn gar nicht klären. Ich habe eigentlich nur Viereck gedrückt für den Zweikampf. Naja, somit hat Wolfsburg noch den Ball, außer die lassen ihn auf jeden Fall noch ins Ausrollen. War auch wahrscheinlich die beste Idee. Denn so, ja, weiß nicht, können sie ein bisschen Fahrt aus dem Spiel halt eben nehmen. Es war auch ganz sicher von denen, von daher war schon ganz gut. William jetzt oben wieder mit dem Ball, Gerhard jetzt wieder mit dem Ball. Spielen auf Steffen, spielen auch relativ schnell jetzt wieder auf Gerhard, spielt wieder nach oben auf William. Leute, ach, scheiß die Wand an. Rashica kam da nicht ganz genau zwischen. Klaassen jetzt vielleicht, ne, Mali sieht unten auf jeden Fall den Roussillon stehen, aber Hulk kommt da super dazwischen. Ey, im Angriff, in der Defensive, wo ist Hulk nicht gut? Sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare, Hulk kann alles. Und wenn jetzt jemand meint, irgendwas Negatives an Hulk auszusetzen, der wird geblockt. Blockiert von meinem YouTube-Kanal. Nein, der natürlich nicht. Daniel Ginczek jetzt vorne. Wir müssen aufpassen, da sind viele Wolfsburger jetzt nach vorne bei uns. Konoplyanka kann frei reinflanken, aber Gebre Selassie, der Routinier. Gut, dass ich ihn eingesetzt habe. Ich weiß nicht, ob Armian das so gemacht hätte. Kommt super dazwischen, kann den Angriff stoppen, beziehungsweise die Flanke stoppen. Da fängt er wieder ein bisschen an. Gebre Selassie super dazwischen, aber nein, er verliert den Ball wieder. Sehr blöd. Komm, oh, er gewinnt den Zweikampf. Dankeschön. Ja, der Senior hat halt nicht mehr so gute Reaktionen, ne? Darf man nicht vergessen, der Gebre Selassie. Aber jetzt sind wir wieder am Ball. Jetzt können wir wieder ein bisschen was machen. Komm, wir sehen hier noch laufen, den Alea. Der ist aber nicht allzu schnell. Ach, und
Da kommt auch ein Wolfsburger Fuß wieder dazwischen. Meine Güte, nochmal eins. Was ist das für ein Spiel? Es ist rumgestocher, es geht viel hin und her, das darf man natürlich hier nicht vergessen. Aber es ist auch Platz 1 gegen Platz 3. Da kann man auf jeden Fall sagen, ja, zwei Top-Teams treffen hier gerade in der Bundesliga aufeinander. Schön gemacht von Reguillon. Verdammt. Und dann wieder ins Aus. Es wird viel ins Aus hier gespielt, beziehungsweise auch viel ins Aus geklärt, ist mir schon aufgefallen. Es muss nicht unbedingt was Gutes heißen, aber das heißt, beide haben Bock auf den Kampf, haben Bock auf das Spiel. Gut, dass da keiner rangekommen ist, gut, dass Gebre Selassie da wach war und aufgepasst hat. Hulk, der ist auch so laufstark bis zum geht nicht mehr. Hulk, Klaassen, komm, lauf durch die Mitte. Na, macht er nicht wirklich ganz. Hulk, ich dachte, der läuft noch ein bisschen weiter, ist aber ein bisschen abgebremst. Und da, oh, warte mal, Hulk, sehr schön. Oh, sehr riskant, weil Gebre Selassie hier irgendwie mitgelaufen ist. Hulke hat sich da wieder super durchgesetzt. Alea sieht er da laufen. Klaassen sieht er da laufen. Und Klaassen macht den jetzt nicht rein. Davy Klaassen in der 34. Minute scheitert gegen Castells. Das hat er auch nicht schön gemacht. Direkt auf den Torhüter geschossen. Ist halt auch kein Torjäger. Der ist halt eben der Spielmacher. Der ist dafür da, dass die Bälle kommen und so weiter. Aber Davy Klaassen hat sich super durchgesetzt. Also ist super dadurch die Verteidigung durchgebrochen. Und jetzt haben wir einen Eckball. Rashica, bring den gut rein. Alea sehe ich doch schon. Der lächelt da. Komm, da ist auch Alea. Aber ach, Castells ohne Probleme. Meret sollte vielleicht nicht schießen. Schein kann vielleicht aus der Ferne mal ein bisschen. Oh mein Gott, war das ein Strahl. Nuri Sahin, mein liebster Türke. Schaut euch das mal an, das ist ein... Okay, war auch abgefälscht. Darf man nicht vergessen, war abgefälscht. War vielleicht auch ein bisschen blöd für Castells. Umso besser hat er das gemacht. Klärt aber zur Ecke. Das bedeutet, wir kriegen direkt die nächste Chance. Ich hoffe, Meret ist diesmal in der Mitte und läuft nicht auf der Außen lang. Und vielleicht kriegen wir jetzt ja alle an die Sache ran. Na komm, ne, Sanchez! Ah, Castells wieder ohne Probleme. Aber Sahin ist da schon wieder. Ach, verdammt. Udukai kommt da dazwischen. Weil Sahin einfach, weiß ich nicht, von vornherein ihn reinpreschen wollte. Die können jetzt einen Konter auffahren. Sehen auch Konoplyanka an der Seite laufen. Konoplyanka ist ein schneller Spieler. Und der flankt auch rein und der kommt auch zum Schuss. Aber wurde abgefälscht. Ich glaube, von Moisander war das. Ein paar Flanker da ohne Probleme. Kriegt auch mal endlich seine erste Parade. Auf die hat er wahrscheinlich schon lange genug gewartet. 40 Minuten steht er einfach nur rum und braucht irgendwie keine Parade machen. Jetzt ist der Junge auch ein bisschen heiß geworden. Erinnert ihn so ein bisschen an ein Trainingsspiel. Soll jetzt auch gar nicht. Nein, das soll jetzt auch gar nicht gegen Wolfsburg oder sowas sprechen. Normalerweise muss ich das hier als Kommentator sozusagen ausfüllen und müsste ich eigentlich objektiv bleiben. Aber das kann ich nicht, weil das ist immer noch meine Karriere mit Werder Bremen. So, der kommt auf jeden Fall nicht an. Gebre Selassie setzt sich super durch gegen Konoplyanka. Hätte ich nicht gedacht, dass Gebre Selassie noch irgendwie Tempo. Oh mein Gott, Moisander, was ein Fehler. Ginczek jetzt am Ball. Oh, die Verteidiger kommen alle nach, glücklicherweise. Ginczek wird ein bisschen in die Außen getrieben. Gut dazwischen gegangen, aber die Flanke kommt trotzdem. Lattenschuss, wollte ich schon fast sagen. Kopfball. Oh, da ist mir das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht. Da ging mir ein bisschen der Kackstift. Glücklicherweise rettet da die Latte. Leck, oh mio. Okay, Leute, jetzt aber ein Konter. Klaassen, lauf weiter. Ah, lauf doch ein bisschen schneller. Ich weiß, du siehst aus, als wärst du 50 Jahre alt, aber das bist du nicht. Du bist schneller als das. Wir kriegen den Einwurf. Wo wollen wir denn hinwerfen? Komm, da bist du frei, Hulk. Nein, Hulk! Ja, okay, jetzt könnt ihr was in die Kommentare schreiben. Weil das war nicht so eine atemberaubende Ballkontrolle, die er da an den Tag gelegt hat. Aber man darf es natürlich nicht vergessen, auf einer ganz anderen Ebene, denn Hulk hat ja sonst heute ein wunderbares Spiel wieder gespielt. Nuri Sahin sehen wir hier nochmal. Nuri Sahin hat ja einen sehr, sehr geilen Schuss abgelegt. Muss man, also, wow, das war echt krass. Da habe ich wirklich gedacht, wenn der Strahl so stramm da kommt, der sitzt doch bestimmt im Tor. Wir sehen hier in den Statistiken, wir sind gut auf. Eigentlich, also wir haben in den Statistiken so ein bisschen die Vorderhand, wir haben auf jeden Fall die bessere Schussgenauigkeit, bessere Passgenauigkeit, besseren Ballbesitz, auch wenn nur ein bisschen und mehr Schüsse aufs Tor. Von daher, was die Statistiken angeht, sind wir ein bisschen vorne, aber wir dürfen nicht vergessen, auch die Wolfsburger machen Druck. Auch die Wolfsburger sind da, die Wolfsburger sind auch hier und wollen das natürlich gewinnen, gar keine Frage. Und ich würde sagen, ich stelle sogar auf Offensiv, wobei ich kann auch mit einem Unentschieden tatsächlich leben. Gegen so einen drittplatzierten Unentschieden spielen, selbst wenn es nur 0-0 ist und nicht ganz ansehnlich ist und so weiter. Es ist gut für die Tabelle, ja. Ich möchte da nicht irgendwie riskieren, bei Offensiv irgendwie eine Lücke oder sowas aufzubauen, eine Verteidigung, sodass sie dann durchrennen können oder so. Und da macht Camacho das super gut. Ginczek vorne. Komm, Reguillon, du bist schnell, du bist defensiv stark, Steffen mit einem Trick. Oh mein Gott, die sind frei und schießen jetzt auch das Tor. Ich wollte gerade darauf ansprechen, vielleicht kriegen wir die Defensive noch, weißt du, nicht so auf und so, wenn wir da noch offensiv klicken, sodass sie da nicht so durchschießen können. Ach, Mann. Es ist doof gelaufen, muss man sagen. Das hat Steffen super gut da gemacht. Hat da eine tolle Drehung gemacht, um Reguillon da auszutricksen. Ein paar Flenker. Hätte vielleicht drankommen können, weil, ja, er hat schon, also der Gebhardt hat schon, ja, aus der Entfernung vielleicht auch nicht, weil der so stramm geschossen war und so weiter. Ist halt blöd gelaufen, Leute. Und somit steht es 1-0 für Wolfsburg. Leute, für Wolfsburg. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir nachholen. Yannick Gerhardt jetzt schon... Gebhardt, habe ich gerade gesagt. Yannick Gerhardt jetzt schon mit 3 Toren in der Bundesliga.
Und jetzt müssen wir halt eben nachziehen. Offensiv stelle ich jetzt doch. So viel dazu sehen, was ich gerade gesagt habe. Ich sehe auch Hulk oben wieder laufen. Hat sich gut durchgesetzt, der Allaire. Und Hulk möchte jetzt ein bisschen nach vorne, wa? Natürlich möchte er nach vorne. Oh, schön! Die beiden Spieler ausgetrickst. Lauf nach unten. Ja, Klassen, ich sehe dich da doch. Na, okay, wobei, Regio Jorka noch reinflanken. Da stehen jetzt drei Spieler von uns. Aber keiner kam da an. Allaire, schieß doch, du kannst das, Bruder! Da! Ja! Nein! Ja! Nein. Ich dachte mir nämlich noch, vielleicht kommt Rashica da ran. Ich glaube, Rashica war auch im Abseits und so weiter. Deswegen dann dieses Nein. Und da kam auch irgendwie keiner ran. Nächstes Spiel dann gegen Schalke 04 in Gelsenkirchen. Da spielen wir gegen die Blues. Na, nee, die Blues sind jemand anderes. Aber ist auch egal. Komm, Leute, Ginczek. Ach, was macht Ginczek denn da? Nicht mal im Traum hast du den getroffen. Tu mal nicht so, Ginczek. Ja, mit links und mit Direktabnahme und so weiter. Ich weiß nicht, was er vor dem Spiel geraucht hat. Auf jeden Fall sollte er das nicht in Erwägung ziehen fürs nächste Jahr. Ein Wechsel sehen wir beim Wolfsburg. Gerd ist raus, dafür kommt Memedi. Das ist also sozusagen gut getauscht gegen gut. Das bedeutet also, es hilft uns nicht, dass Gerd jetzt raus ist, auch wenn er das Tor geschossen hat, weil Memedi, den kannst du halt auch nicht, den darfst du halt auch nicht vergessen, darfst du auch nicht unterschätzen. So, Memedi ist halt ein starker Spieler, Leute. Ja, deswegen, gut gegen gut getauscht, das heißt, hilft uns überhaupt gar nicht. Komm schon ran da! Yes! Das war auch kein Foul, meine... Zu früh gedacht. Ja, ich dachte, der hat sich da gut reingesetzt. Hat er eigentlich auch getan. Wird abgepfiffen. Starke Flanke kommt da rein vom Freistoß. Hulk sieht da jetzt Rashica. Rashica ist eigentlich ein relativ schneller, ne? Aber nicht, wenn er einfach in William reinläuft oder in seinen Laufweg. Jetzt nicht schwach werden, Leute. Genau, sehr gut gemacht von Meret, glaube ich, war das. Sehr schön mit der Nummer 3. Allaire jetzt sieht oben Hulk langlaufen. Aber hätte ich mal lieber in die Mitte gespielt. Weil auf einmal ging der Verteidiger nicht auf den Spieler in der Mitte, sondern auf Hulk hochgelaufen. Und hier verlieren wir auch wieder sehr unnötig den Ball. Leute, ich habe noch in der Halbzeit, habe ich eine wunderschöne Motivationsansprache da geliefert, ja? Warum nutzt ihr diese jetzt nicht? Warum seid ihr nicht motiviert, Leute? Da kommt er auch ins Humpeln und ins Straucheln, der Sanchez. Das kennt man auch nicht von ihm, der eigentlich... Hallo, was ist das denn jetzt hier? Sind wir im Zirkus? Oh, meine Güte, nochmal eins. Pavlenka mit einem Katzensprung. Und ich überlege jetzt auch etwas zu wechseln. 66. Minute. Wir stehen hier auf Offensiv, Allaire, ach ja, da war ja was, das muss ich noch bearbeiten. Ich hoffe, ich denke daran für die nächste Folge, das mal zu bearbeiten. Wir setzen ihn nach vorne, Hulk kann auch nach vorne, Rashica setzt jetzt mal raus, wir bringen frische Kraft rein mit Maxim, kleiner Junge, der kann sich vielleicht ein bisschen durch die Spieler da so durchdribbeln oder so, wir sehen wir das ja. Eigentlich möchte ich wirklich Pizarro reinbringen, aber Allaire macht das relativ gut eigentlich da vorne. Ich lasse es erstmal dabei, komm, ich lasse es jetzt erstmal dabei, ich setze jetzt Maxim wieder rein. Frischer, junger Mann, beziehungsweise so jung ist er auch nicht wieder, aber ihr wisst schon, was ich meine. Ja, war auch ein bisschen verdeckt hier. Pavlenka, echt geiler Sprung. Geile Parade an der Stelle. Ja, Rashica mal eben raus. Der ist sowieso nicht gedacht für die Stürmerposition da. Lukaku schicken die rein? Okay, warte mal. Allaire? Allaire, ganz alleine kannst du wenig? Jolk! Lauf! Du kannst nicht mehr so sehr! Nein, deine Ausdauer... Lauf doch irgendjemand mit. Hulk kann... Hulk ist verletzt. Nein, steh auf. Hulk, steh auf. Du bist nicht verletzt. Tu nicht so. Okay, er ist nicht verletzt. Er ist wieder aufgestanden. Mann, da kommt doch keiner richtig mit. Ich stelle jetzt auf sehr offensiv. Da müssen Leute mitkommen, wenn er da so lang rennt. Vor allem so ein Maxim, den ich eingewechselt habe. Der muss angesprintet kommen. Leute, 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 Leute. Man kann das nicht einfach auf zwei Leute hier legen, die dann nach vorne rennen sollen und das dann, weiß ich nicht, aus Meisterhand dann irgendwie schaffen sollen. Ja, ist schon wieder ein bisschen blöd von den Anspielstationen. Ich mache es ein bisschen ruhiger. Maxim da jetzt auch wieder. Sieht Klaassen, spielt wieder auf Hulk, Hulk. Ah, er wird doch gekritscht. Das ist ein Elfmeter. Ich will einen Elfmeter dafür kriegen. Komm, zeig das doch mal in der Zeitlupe oder so. Guckt euch das an. Hier wird der geschubst von hinten. Das ist eine klare Torchance-Vereitelung. Also wenn das kein Elfmeter ist, dann heißt meine Mutter Olga. Ach, ihr könnt mich mal. Hulk hat das so schön gemacht. Der wäre da klar mit rechts. Muss man aber gucken, ob Hulk den auch reingemacht hätte. Aber das ist ein Elfmeter. Ja, ist das ein Elfmeter gewesen? Ja oder nein? Schreibt's mir in die YouTube-Kommentare an. Welche Kommentare denn sonst? Schreibt's mir in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Vielleicht bin ich auch einfach nur der Blinde und ich bin gerade irgendwie voller Emotionen und denke einfach, das ist ein Elfmeter, obwohl es keiner ist. Grüße gehen raus an alle Fußballfans. Zack! Oh! Also ich bin ja selber einer, aber ja, deswegen habe ich das auch gerade wieder bei mir gesehen. Wir kommen da super dazwischen. Ja, wieder die Anspielstation. Klaassen, komm Leute, jetzt nach vorne. Wir sind auf sehr offensiv. Also macht was daraus. Ja, Maxim, du siehst ihn unten laufen. Regio, super gespielt. Regio bringt jetzt die Zuckerflanke. Nächstes Training dann mit Regio. Flanken. Moisander kommt da nicht ganz an den Kopfball. Ist auch nicht der größte Innenverteidiger zu seiner Verteidigung, muss man das ja sagen. 80. Minute, beziehungsweise 81. Minute. Wir müssen jetzt nach vorne kommen. Ich will, dass sie verlieren 1-0 gegen Wolfsburg. Ich möchte oben bleiben in der Tabelle. Ja,
Nein, Moisander, schön dazwischengegangen, aber da war da noch ein Wolfsburger. Ja, komm schon! Ach komm! Ich gehe dazwischen und die kommen immer an den Ball! Und jetzt noch ein Eckball oder was? Ja, das ist wieder mal FIFA at its best. At its best. Mann, ey. Und somit kriegen sie jetzt wieder einen Eckball. Leute, jetzt, also müssen wir auch mal langsam zeigen, was wir drauf haben. Sanchez, gewinnst du das? Nein, aber egal, weil der Kopfball war unfassbar schwach. Und ich möchte hier unbedingt gern nochmal wechseln. Ich sehe nämlich genau, wir sehen es ja auch hier, Klaassen ist angehittet bis zum geht nicht mehr. Ich rede schon so, als würden wir Call of Duty spielen. Und Hulk setzt sich auch raus. Leid es mir auch tut und setzt Pizarro. Einfach nur wegen seiner Aus... Alea ist schon wieder hinter Maxim? Hallo, wer hat denn das eingestellt? Schein ist auch... Leute, was ist das denn hier wieder für eine Gülle? Also, ah ja, weil ich auf sehr offensiver jetzt bin. Meine Güte, ich vergesse das immer. Ich glaube, ich lasse es so. Wie gesagt, es tut mir leid, Hulk raussetzen zu müssen. Aber wegen seiner Ausdauer mache ich das und ich setze Pizarro rein. Pizarro kann... Warum ist das jetzt wieder... auf ausgeglichen? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich verstehe doch alles nicht mehr. Pavlenka, roll den auf zu Reguillon. Und jetzt spielen wir jetzt ein super Passspiel, um nach vorne zu kommen, um ein Tor zu schießen. Leute, ich möchte das von euch jetzt sehen. Jetzt ist oberste Konzentration gefragt. Sehr schön, Maxim. Ein bisschen Freiraum, aber nur ein bisschen. Da sieht er den Laufen, Hulk. Hulk, bevor er ausgewechselt wird! Oh mein... Dieser Typ! Dieser Hulk! Oh mein fucking Gott! Boah! Ein Strahl! Ein Strahl! Und schon wieder sichert er uns mal wieder zumindest einen Punkt. Also, ja gut, es ist noch ein bisschen was zu spielen, aber schon wieder kurz vor Ende des Spiels haut er den Donner wieder raus. Zwar ist nicht so krass dieses Tor, nicht so schön dieses Tor, wie sein Seitfalls hier, den er letztes Spiel gemacht hat, aber das ist so perfekt in die Ecke reingeschossen, ohne Chance für den Keeper. Wahnsinn. Wahnsinn. Und da lächelt er. Guckt euch das mal an, wie abgebrüht wie der ist, wie cool der ist. Und er wird jetzt ausgewechselt. Aber hat er sie auch verdient jetzt, die Pause. Du hast das Tor geschossen, mein Lieber. Du hast eine unfassbar geile Saisonstart hier hingelegt für unser Team. Hulk, ach mein, oh, ich bin ein bisschen verliebt, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen verliebt. Also Leute, damit steht es jetzt wieder 1-1. Punkt ist uns zumindest jetzt erstmal gesichert zu dem Zeitpunkt. Und jetzt wollen sie wieder nach vorne, die Bremer. Die wollen und wie sie nach vorne wollen. Nämlich gar nicht. Schade, Maxim. So viel Stärke hat der kleine Junge leider nicht, um sich da durchzusetzen. Jetzt kommen die Wolfsburger, jetzt will ich auch nichts anbrennen lassen. Ich möchte... Oh, nicht noch was kassieren. Ruhe, Ruhe, jawohl. Moisander, ein bisschen Ruhe jetzt. Sehr schön. Nichts anbrennen lassen, nach außen spielen. 3 Minuten Nachspielzeit, da sind wir jetzt schon angekommen. Vielleicht nochmal eine Chance für uns. Nein, er pfeift schon ab, aber es ist nicht schlimm. Somit kriegen wir zumindest kein Gegentor. Es steht 1-1 am Ende, das Endresultat. Wieder ein Unentschieden, aber, Leute, damit ist ein Punkt gesichert und wir bleiben oben in der Tabelle. 7 Spieltage, sind das 7 Spieltage? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Viele Spieltage gespielt und wir sind oben. Das ist der Wahnsinn. Werder Bremen ist diese Saison eine ganz andere Mannschaft. Ich glaube, nächstes Spieltag spiele ich dann wieder auf Weltklasse. Wie dem auch sei, das war extrem gut und Hulk natürlich mal wieder so geil. Oh, Hulk, du bist so ein klasse Spieler. Nach den Statistiken ist auch ein Unentschieden ganz gerecht. Wenn wir uns die Statistiken hier mal wieder ein bisschen genauer anschauen, ist ein Unentschieden soweit auch gerecht gewesen. 50% Ballbesitz, sogar 50% auf beiden Seiten. Dementsprechend, ja, Unentschieden, da kann sich keiner wirklich groß zu beklagen. Oh, Alter, jetzt bin ich wieder komplett voller Euphorie, kann ich euch sagen. Jetzt bin ich wieder voller Euphorie. So ein schönes Sahnetor. Und wir sind immer noch auf dem Erstplatz. Wobei, man muss dazu noch sagen, die anderen haben noch gar nicht gespielt. Für das Nationalteam irgendwas Spieler. Also, wen haben wir denn da? Capino bei Griechenland, Pavlenka Tschechien, Gepasilas Tschechien, Mire Spanien, Pizarro Peru und kein Hulk Brasilien. Ja, ist eine Frechheit, muss man einfach so sagen. Ist halt eine Frechheit. Wir sehen jetzt, ich gehe nochmal ein bisschen nach vorne. Ich gehe mal nach Montag circa, simuliere ich nach vorne, um sehen zu können, wo wir in der Tabelle sind. Wir wurden geschlagen von Bayern München. Na, die Münchner sind jetzt über uns nach der... Wir haben sogar -1 Punkt bekommen bei der Trainer-Update. Hulk holt sich Spieler des Monats Award, genau. Ja, dass sie auch verdienen, muss man einfach mal sagen. Wen sehen wir hier nochmal? Hulk jetzt mit 7 Toren ganz oben. Ganz oben war er natürlich vorher auch, aber jetzt mit 7 Toren ganz oben. Hammergeil, Ribéry, der beste Torschütze. Bayern auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, Bayern ist jetzt über uns. Was aber nicht unbedingt schlimm sein muss, weil zweiter Platz immer noch sehr krass. Und wir haben jetzt, ja komm, ich simuliere das einfach mal so von denen jetzt hier durch. Wieder, ja, relativ schöne Noten. Abschluss höher bei Alea. Alea ist fast auf einer 83 oben, Leute. Alea ist fast auf einer 83.
Der wird ein Weltklasse-Stürmer. Büro, was haben wir hier? Ach, die nächsten sind das hier. Klaassen, Niederlande, Pavlenko, so kennen wir ja. Maxim, Rumänien, Sahin, Türkei und Moisander, Finnland. Immer noch kein Hulk bei Brasilien. Ich meine, klar, okay, die Brasilianer haben einen sehr starken Kader. Die brauchen den vielleicht nicht unbedingt. Aber nach seinen Leistungen hätte er es nur verdient. Pressekonferenz vor Schalke. Komm, was machen wir denn da? Komm, ich sag einfach mal, Schalke verunsichern. Ja, jetzt können wir uns das auch mal leisten. Jetzt sind wir ganz oben. Selbst wenn wir verlieren und so weiter, das können wir uns jetzt einfach mal leisten. Was ist das? Selección Nacional de Mexico. Was ist denn hier los? Mexiko schlägt... Ah, das ist relativ uninteressant. Also, weiter wird hier trainiert. Ich überlege, irgendjemanden hier rauszunehmen, weil ich muss ein bisschen mehr trainieren. Also andere Spieler auch. Ich habe auch noch Reguilón da und so. Aber ich lasse das erstmal da. Dietrich, sehr schön. Sehr, sehr viele Werte, die er hochsteigt. Dietrich wird ein Erstklasse-Spieler. Das sage ich ja jetzt schon. Ich sehe schon die Zukunft für den Jungen. Ja, gegen Schalke. Schalke, ich weiß gar nicht. Sechster Platz sehe ich da. Oh, Spieler verletzt. Nein! Nein! Wehe. Drei Wochen. Nui Sahin bei Türkei. Natürlich! Türkenfußball ist so aggressiv, Leute. Ja, die türkische Liga ist so eine aggressive. Aber ja gut, hat nichts damit zu tun wegen der Nationalmannschaft. Außer es war ein Testspiel in der Türkei. Ach Mann, Sahin fehlt uns jetzt für drei Wochen. Darum müssen wir uns dann in der nächsten Episode kümmern. Denn ich werde diese Episode jetzt für heute hier beenden. Ich bin wieder da, Leute, mit der FIFA-Karriere. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen mehr Lust, diese FIFA-Karriere aufzunehmen. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock auf diese Karriere wieder. Und damit lasse ich euch raus für den Tag. Haut da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Und ja, keep on hyping Hulk und so. Oder keine Ahnung, was weiß ich. Bis zur nächsten Episode. Tschüss, tschüss, haut da rein.